Hallo und schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Und zwar vom Waffenträger auf Panzer 4, wie wir hier schon so schön sehen. Natürlich heute auch mal wieder deutscher Stahl, wobei, naja, Stahl ist ja jetzt eher verniedlicht gesagt. Stählchen müsste man schon eher sagen, weil, naja, da ist einfach dieses Blech ja nur da. Und ja, TD ist immer mal schön zum Anschauen. Hier in dem Fall mal ein TD, wie er wohl klassischer gespielt wird, und zwar eher ein defensiver, so wie ich das vom Factsheet sehe. Aber mit einem schönen Damage, da dürfen wir uns auf was freuen. Also ich bin sehr gespannt. Und auch am Ende wird es um den Verteidigungspunkt natürlich gehen. Er ist hier als Verteidigender. Das Team auf der anderen Seite greift an, also mal schauen, ob es da auch noch eine Action gibt. Und er fährt jetzt rückwärts ran. Mit dem Panzer ist es eigentlich echt total wurscht, ob Front oder vorwärts von dem her, aber man ist halt so ein bisschen mobiler. Kann mit der Gun Depression vielleicht ein bisschen besser arbeiten. Also deswegen hier dieser Weg von ihm. Jetzt wird erstmal geschaut, findet man was da oben? Kommt schon der Erste. Und da kriegt er auch schon den ersten Schuss drauf. Der T-37 ist da mal aber ganz schnell weg. Gut ist, dass der Gegner keine Arti hat. Das ist auf jeden Fall sehr von Vorteil für ihn. Und jetzt kann er hier wieder weiterarbeiten. Sein Team vorne steht da ganz gut. Und er kann von hinten drauf wirken, sofern denn da die Möglichkeit gegeben ist. T-54, der ist noch ein bisschen vorsichtig. Jetzt ist er wieder zu. Die Frage ist, wo taucht er auf? Und da kommt er jetzt rum, schaut kurz und leider kein Damage, den er hier rauf bekommt. Aber vielleicht mit dem nächsten dann nochmal. Zeit hat er hier auf jeden Fall. Vielleicht kommt der T-55 und guckt da nochmal. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall für ihn. Na, kommt er oder kommt er nicht? Da ist er. Super Pershing, schaut er jetzt rum, hat hier unten seine Frontplatte entblößt und er kriegt da sofort den Hit drauf. Sehr fein. Oh, jetzt ist er offen. Bekommt er den Hit vom T-54, muss sich da jetzt also zurückziehen, kriegt nochmal einen vom Super Pershing. Und man sieht halt, jeder Schuss kommt halt sofort durch. Das geht ziemlich fix. Und jetzt kann er den Super Pershing rausnehmen. Sehr fein. Und jetzt der ES-3 auch noch. Aber er, wie gesagt, ist da im Aufen. Er hat scheinbar keinen sechsten Sinn. Dementsprechend natürlich umso schwieriger. Da jetzt kriegt er den schön auf den ES-3 raus. ...4:7 für den Gegner. Also aktuell läuft es ein bisschen unrund für sein Team. Und er selber hat auch schon 1000 Struktur eingebüßt. Das ist schon ordentlich Holz. Der Damage mit 2300 auch noch nicht so wirklich überragend. Jetzt konnte er nochmal einen setzen. Kommt also auf 2,8. Aber da muss noch ein bisschen was passieren, dass das hier in die richtigen Bahnen für ihn und sein Team auch läuft. Ah, jetzt kann er den T-54 endlich mal
aus der Welt schaffen. Das ist sehr schön. Und der Nächste, der da dran glauben muss, fein. So soll das sein. Naja, das war jetzt ein bisschen schlechter Rhyme, aber interessiert kein Schwein. Hier auf den KV. Schöner Hit, schöner Hit. Und vielleicht nochmal direkt den nächsten Anschlusstreffer. Und es würde nämlich nur noch halb so wild sein. Schade, keinen One-Shot. Aber der Oho besorgt es ihm dann am Ende. Lol, normal Ammo Noob. Okay. So 8 zu 9. Man sieht, die 1er-2er-Linie, die war komplett vom Gegner geprägt. Also die sind da definitiv durch. Da muss er jetzt schauen, dass er da auch verteidigt. Weil natürlich werden die jetzt irgendwie den Cap angreifen, schätzungsweise. Da ist auch schon der erste im Cap. Und hier aber ein guter Treffer auf den IS-3. Und jetzt auf den gegnerischen Waffenträger auch nochmal schön getroffen. ...5800 Damage, also jetzt klappt es dann deutlich besser und hier auch nochmal gut auf den T-34 gekommen. Oh, schwieriger Hit, aber auch schön getroffen. Das, also man, das läuft wirklich sehr rund für ihn, muss man jetzt sagen. Verteidigen, aber oh, das, die Captain natürlich ganz schön massiv. Ah, ich dachte schon, der geht durch, aber leider dann nicht. Jetzt vielleicht auf den T-34. Komm, bring ihn raus. Ja, also geht doch. So, und jetzt wieder 5 Sekunden. Also das ist mit dem Cap schon ganz schön eng, du. Aber da arbeitet das Team auch gut mit. Auf den Oho kommt er jetzt sauschwierig. Aber der fährt jetzt Gott sei Dank ein bisschen hin und er kommt besser drauf. Oh, Gott sei Dank der Abpraller vom T-34 da in dem Augenblick. Jetzt aber der IS-3, der ist noch rappelvoll, aber auch der kriegt eine rein. Ah, Munitionslager weg. Das hat er repariert, aber damit ist er gekettet. Hier jetzt aber da den Treffer rausbekommen und jetzt mittlerweile der Damager schon sehr massiv, den er hier rausbekommt. Jetzt, komm, mach ihn weg. Ja, sehr schön. Damit der Decap. Und guckt euch einfach mal den Damage an. 5 Kills, einen bräuchte er noch für seinen Krieger. Verdient wäre er mittlerweile aber sowas von. Und der kriegt ihn auch, macht den Krieger klar. Und jetzt kann ich sagen, 9292 Damage. GG und 100 Defense Points hat er auch noch gesammelt. Wenn das keine schöne TD-Runde war, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.